Tut, 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 tut. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Nachdem wir bereits mehrmals über die Weststraße informiert hatten, steht heute der große Tag an, dass die Straße dem Verkehr übergeben werden soll. Heute zum 26. August um 11 Uhr wird hier die feierliche Freigabe dieser Straße stattfinden. Nach nunmehr fast 2 Jahren Bauzeit wurde die Straße fertiggestellt und kann ab heute Nachmittag für den Verkehr genutzt werden. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir die Straße jetzt mal lang gehen und uns die Bereiche mal anschauen, auch damit Sie mal einen Einblick bekommen, wo Sie vielleicht dann auch besonders darauf achten müssten. Wir stehen jetzt an der Kreuzung Eckartsanger. Hier in diesem Bereich hat sich die Vorfahrtsregelung verändert. Vorfahrt hat die Weststraße als Hauptverkehrsstraße. Der Eckartsanger, der ja dann an Verkehrsbedeutung drastisch verloren hat, ist hier als untergeordnete Straße angebracht. Man sieht das an der Markierung sehr deutlich, man sieht das auch an der Beschilderung, die da entsprechend bei Verkehrsfreigabe noch umgedreht wird. Natürlich muss man sagen, dass aus der Erfahrung heraus vor allem die einheimischen Leute nicht so sehr auf die neue Beschilderung achten. Deswegen kann man nur raten, dass man an dieser Kreuzung durch Vorsicht gewalten lässt, dann an den Paragraph 1 denkt. Der bräunliche Gehweg, der hier zu sehen ist, der hat eine Breite von 3 Metern. Kann als Gehweg natürlich genutzt werden und wird für Radfahrer in beide Richtungen freigegeben. Die Beschilderung wird dann entsprechend angepasst. Ich stehe jetzt auf der neu gebauten Brücke über den Siechenbach. Diese Brücke hat eine Spannweite von 24 Metern. Diese lange Spannweite ist gewählt worden, damit man im Brückenbereich dort in den Bach nicht eingreifen muss, sondern konnte die Brücke frei drüber wegbauen. Sie sehen diese hohen Fledermaus-Schutzzäune. Das war eine Auflage aus der Planfeststellung, damit dieser Fledermauszug im Tal nicht mit dem Verkehr in Kollision gerät. Deswegen sind diese Zäune aufgestellt worden. An dieser Stelle quert die Weststraße die Friedhofstraße. Sie sehen, hier hat sich einiges geändert. Die Friedhofstraße ist durch die Weststraße unterbrochen worden. Aber nichtsdestotrotz kann man die Friedhofstraße weiterhin noch zur Querung benutzen. Hier sind abgesenkte Borte eingebaut. Eine Beschilderung hat deswegen entfallen. Das heißt, es muss hier beachtet werden, dass die Friedhofstraße von der Verkehrsführung untergeordnet ist und dass man hier der Weststraße den Fahrverkehr den Vorrang gewähren muss. Ich stehe jetzt hier an der Lärmschutzwand. Diese Wand ist eine sogenannte Gabionenwand. Das sind also Drahtkörbe. In die Drahtkörbe ist ein Kalkstein per Hand eingeschichtet worden. Man sieht, dass es hier sehr schön gearbeitet worden ist. Diese Mauer hat eine Höhe von 4,50 Meter, zieht sich jetzt von hier bis zur Wittmannsgereuther Straße, also auf eine Länge von ca. 280 Metern, ist durchgängig diese Wand vorhanden. Es war mehrfacher Wunsch der Bürger bei der Planfeststellung gewesen, im Friedhofsbereich eine neue Bushaltestelle zu bringen. Diese ist hier beidseitig angeordnet worden. Mit dem Busunternehmen, dem UVS, haben wir im Vorfeld Absprachen getroffen. Der UVS wird ab sofort eine Buslinie hier auf diesen Bereich drauflegen und man kann dann den Friedhof sehr schnell und sehr bequem erreichen. Hier befinden wir uns an der Wittmannsgereuther Straße. Hier hat sich auch einiges geändert, was zu beachten wäre. Die Wittmannsgereuther Straße wurde jetzt hier als untergeordnete Straße an die Weststraße angebunden. Das heißt, aus dem Wittmannsgereuther Tal heraus kann man dann hier auf direktem Weg Richtung Markkauf, Richtung Bundesstraße fahren. Wer aus dem Wittmannsgereuther Tal kommt und zum Friedhof möchte, der kann nicht mehr seinen gewohnten Weg nehmen, weil der restliche Teil der Wittmannsgereuther Straße ist in eine Sackgasse umgewandelt worden. An dieser Stelle möchte ich meinen kleinen Rundgang beenden. Ich stehe jetzt hier vor dem neu gebauten Kreisverkehr an der Bollwitzer Straße. Sie sehen, dass hier auch noch nicht alles fertig ist. Die Gestaltung des Kreisverkehrs, die Bepflanzung ist als Leistung jetzt vergeben. Das wird jetzt in den nächsten Monaten bis Jahresende erledigt. An dieser Stelle wurde die Bollwitzer Straße getrennt. Man hat es ja in den Kreisverkehr angebaut und damit aus meiner Sicht die Straßen optimal angebunden. Damit möchte ich auch für Ihre Aufmerksamkeit mich bedanken. Ich hoffe, dass wir alle mit der Straße gut zurechtkommen. Bitte nochmal um Beachtung, dass auf den neu gebauten Straßen natürlich besondere Sorgfalt zu wählen ist, dann, weil die Autofahrer sich natürlich erstmal an das neue Verkehrsgeschehen gewöhnen müssen. Aber ich hoffe und denke, dass wir alle diese Straße in naher Zukunft gefahrenfrei und auch als Abkürzung in den Stadtteilen untereinander nutzen können. Recht vielen Dank. Toot, toot.